Kongressgeschäft, Shoppingcenter oder doch die zentrale Landesbibliothek? Die Zukunft des ICC, liebe Zuschauer, ist weiter ungewiss. Seit Sommer 2014 ist das Gebäude stillgelegt. Seitdem ringen Senat und SPD und CDU-Fraktionen um eine Lösung, um eine zündende Idee, die sowohl zu bezahlen ist, als auch die Zukunft des Gebäudes sichert. Klarheit besteht bislang nur darin, dass die Sanierung des ICC im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist und der Senat dafür Investitionen in Höhe von 200 Millionen Euro einplant. Wirtschaftssenatorin Cornelia Itze hatte bereits vor einem Jahr eine Machbarkeitsstudie zur Nachnutzung vorgelegt, wonach die wirtschaftlichste Lösung des Problems ein erlebnisorientierter, eher kleinteiliger Einzelhandel in einem komplett entkernten ICC sei. Das Ergebnis stieß jedoch auf Widerstand der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, damals noch unter dem jetzigen regierenden Bürgermeister Michael Müller und der SPD-Fraktion. So wurde ein weiteres Gutachten in Auftrag gegeben, das die Folgen einer teilweisen Einzelhandelsnutzung des ICC für andere Einkaufsstraßen und Zentren in Berlin abschätzen soll. Soll das Gutachten nun die Gegner der Einzelhandelslösung lediglich bestätigen und die Senatoren zum Nichtstun verdammen? Ich frage nach. Das Gutachten ist ergebnisoffen und es ist ja auch wichtig, dass wir die Auswirkungen auf den umliegenden Einzelhandel betrachten. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich als Wirtschaftssenatorin Investoren wirklich den roten Teppich ausrolle, wenn es darum geht, dass sie Wirtschaftskraft und vor allen Dingen auch Arbeitsplätze in die Stadt bringen wollen. Deshalb ist das Entscheidende, weg mit den Wunschvorstellungen und Träumen zum ICC, hin zu einer wirtschaftlich tragfähigen Lösung. Und hier sind Investoren da, die bereit sind, das zu bieten. Und jeder, der Alternativideen hat, soll bitte auch die Finanzierung mitbringen, wie andere Investoren das auch tun müssen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass das ICC über einen langen Zeitraum verschlossen in Charlottenburg steht. Das wollen wir alle nicht. Und deshalb werde ich zügige Lösungen weiter vorantreiben. Während einem Gutachten gearbeitet wird, gehen die Meinungen zur Nachnutzung des ICC nicht nur zwischen der CDU und SPD-Fraktion auseinander. Auch innerhalb der SPD wird gestritten. Soll das Gebäude wieder für Kongresse hergerichtet werden oder die zentrale Landesbibliothek hier einziehen? Einig sind sich die Sozialdemokraten nur darin, dass sie der Machbarkeitsstudie inklusive Shoppingcenter nicht folgen wollen. Es ist einfach so, dass dieses Ergebnis in recht einseitiger Weise ja das Handelszentrum sozusagen im internationalen Kongresszentrum vorsieht. Und das finden wir nicht gut. Wir glauben, es ist schlecht für die umliegenden Geschäftsstraßen. Hierüber wird ja gerade auch ein Gutachten erstellt. Und wir glauben außerdem, dass das internationale Kongresszentrum, ich sage es gerne als ganzes Wort und nicht nur in der Abkürzung, sondern es ist ein internationales Kongresszentrum, hat in dieser Funktion 30 Jahre lang auch für Berlin wichtige Impulse geliefert und wir brauchen weiter Kongressflächen. Da frage ich mich natürlich jetzt als Berlinerin, wenn eigentlich die Entscheidung klar ist bei der SPD, wir wollen eigentlich den Einzelhandel dort nicht, warum muss man dann noch ein Gutachten in Auftrag geben, was dann hoffentlich ja in Ihrem Sinne entscheidet, dass Einzelhandel dort die umliegenden Geschäfte stören würde? Na, erstens hat es natürlich noch keine Abstimmung darüber gegeben. Man will da kein Einzelhandelszentrum, sondern es gibt ja den Koalitionsbeschluss, dass diese Machbarkeitsstudie mit verschiedenen Varianten geprüft wird. Das hat die Wirtschaftssenatorin ja nun getan. Und dieses Ergebnis muss ja nun bewertet werden. Und hierzu ist auch sicherlich wichtig, mal eine Auswirkung für den Handel besser belegen zu können. Ja, das ist ja dann nicht das einzige Kriterium, aber zumindest kann man es dann auch in die Betrachtung mit einbeziehen. Wie geht es denn dann weiter, wenn das Gutachten irgendwann vorliegt und nun wirklich auch deutlich machen würde, dass Einzelhandel dort nicht geht, die Struktur stören würde? Was passiert dann? Ja, dann müsste man sich in der Koalition eben nochmal zusammensetzen und auch insbesondere weitere Gutachten ganz anderer Art berücksichtigen, dass wir nämlich in Berlin wirklich einen Mangel an Kongressflächen haben. Der Citycube, der kann dies gar nicht alleine abbilden, zumal er ja auch für die Erweiterung der großen Messen, für die ITB, für die Funkausstellung und so weiter benötigt wird und nicht immer als Kongresszentrum zur Verfügung steht. Also wir brauchen zusätzliche Kongressflächen und die könnten meines Erachtens ganz sinnvoll im ICC genutzt werden, das dafür gebaut wurde. Haben Sie denn jetzt Sorge, dass wenn so viel Zeit ins Land geht, denn das klingt ja danach, ja, ehe da mal eine Entscheidung auf dem Tisch liegt und ehe das dann auch umgesetzt wird, dass das Kongressgeschäft gefährdet ist in Berlin?
Ja, ich befürchte das mittelfristig, natürlich. Die Messe betont ja sehr, es musste kein Kongress, der für das ICC gebucht war, abgesagt werden. Ja gut, keiner, der bereits gebucht war, musste abgesagt werden. Mag stimmen. Aber Kongresse können nicht mehr angenommen werden in dem Maße, wie man es machen könnte. Das heißt, durch diesen Faktor wird das Kongressgeschäft für Berlin künstlich limitiert. Und das können nicht alles private Kongressveranstalter ausgleichen, wie man auch gelegentlich hört. Nun ist ja auch innerhalb der SPD-Fraktion unterschiedliche Positionen sind dort zu hören. Es gibt eben auch die haushaltspolitischen Sprecher, die dafür stimmen, eventuell die Zentralbibliothek dort unterzubringen. Das möchten die Kulturexperten nicht, inklusive auch des regierenden Bürgermeisters. Was glauben Sie oder wie groß ist die Chance, dass da relativ zeitnah eine Einigung auch innerhalb Ihrer Fraktion gefunden wird? Die Fraktion wird sich zu gegebener Zeit sicherlich auch noch mal als Ganzes damit beschäftigen, was sie in der Tat bisher nicht getan hat, sondern lediglich diese Entscheidung, die ich ja schon zitiert habe, vom Herbst 2012 gibt es hinsichtlich der 200 Millionen, die man erst einmal seitens des Landes zur Verfügung stellt. Da sagen Haushaltspolitiker natürlich, wenn man diese 200 Millionen zusammentut mit den 270 Millionen, die für die ZLB vorgesehen sind, käme es doch ungefähr in die Größenordnung, wo man dann auch das ICC gut für herrichten könnte. Ich sage, ausschließen sollte man in der Hinsicht überhaupt nichts. Also wenn man es schafft, dass dort eine ZLB untergebracht werden kann und noch die Kongressflächen zur Verfügung stehen. Wir gehen ja immer von einer Mischnutzung aus. Die Frage ist ja nur, welche Mischung da passiert. Ob zum Beispiel, wie im Moment angedacht, dort 50.000 Quadratmeter Handelsfläche und 5.000 Quadratmeter Kongressfläche. Das ist ein Missverhältnis, meine ich. Wenn man aber schaffen würde, eine Nutzung zu finden, die neben dem Kongressbetrieb dort vernünftig für beide Zwecke Flächen zur Verfügung stellt. Warum nicht? Gut, aber in dem Fall wäre es dann so, dass man private Investoren gar nicht dazu ziehen könnte. Das würde ich auch noch nicht ausschließen. Also man würde natürlich auch versuchen, privates Geld für diese Mischnutzung zu finden. Warum sollen denn nicht kongressaffine oder medienaffine Nutzungen dazukommen, die auch für Private interessant sind? Herr Janke, zum Schluss, gibt es da eigentlich eine Zahl? Denn es ist ja nicht so, dass das ICC da jetzt steht und das nichts kostet. Das kostet ja durchaus was, auch dadurch, dass es abgesichert werden muss. Haben Sie da eine Zahl im Kopf? Also die Messe hat dafür den schönen Begriff Stillstandsbetrieb erfunden. Das hört sich natürlich auch gut an. Und dafür sind, glaube ich, 4 Millionen pro Jahr vorgesehen. Also tatsächlich ist es nicht kostenlos. Der Stillstandsbetrieb, wenn man ihn denn so nennen will, ist ja kein Betrieb, aber trotzdem muss das Gebäude betriebsbereit gehalten werden. Ansonsten geht das wirklich vor die Hunde. Und das muss man ja nun mal sagen. Das Gebäude ist ja, außer dass es etwas veraltet ist und in einzelnen technischen Anlagen einer Überarbeitung bedarf, betriebsbereit gewesen bis zum letzten Moment und wird betriebsbereit gehalten. Es ist ja ein Gerücht, was man auch oft sieht oder hört, den Begriff, das asbestverseuchte ICC wird ja gerne so in Schlagzeilen, als wenn die Wörter zusammengehören. Es ist nicht asbestverseucht, ganz einfach. Ja, es gibt dort eben zwar einen anderen Stoff, der heißt Kafko, der ist auch nicht schön, aber auch nicht so problematisch wie Asbest. Da würde man sicherlich bei der Sanierung auch versuchen, den rauszunehmen. Aber insgesamt ist die Schadstoffproblematik nicht der Grund, warum das ICC geschlossen ist. Auch die Grünen fordern bereits seit geraumer Zeit, das ICC als Kongressstandort wieder fit zu machen. Berlin braucht ein leistungsfähiges, starkes Kongresszentrum, um die zahlungskräftige Kundschaft nach Berlin zu bringen. Und wir haben das ICC, das wurde als Kongresszentrum gebaut, ist als solches stark und wurde mehrfach prämiert. Dieses sollte wieder als solches hergestellt werden, denn nur das ist nachhaltiges Bauen. Es macht keinen Sinn, jetzt zu überlegen, es komplett zu entkernen und völlig andere Nutzungen ihm zuzuführen. Was glauben Sie denn, warum die anderen Fraktionen so zurückhaltend sind, was das Kongressgeschäft angeht? Lässt man sich da von der Messe diktieren? Na, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob die Messe hier die Zügel so in der Hand hat. Der Messe ist letztlich das ICC egal. Die Messe kümmert sich vor allem um ihre großen Leitmessen. Das ist denen das Wichtigste. Das Kongressgeschäft ist für sie selbst, glaube ich, nicht so wichtig, aber eben für die Stadt wichtig, denn es bringt sehr viel Umwegrendite für die Stadt. Es bringt Kaufkraft in die Stadt. Und ich denke eher, dass hier der Fehler darin liegt, dass sich keiner traut, die Karten auf den Tisch zu legen, zu sagen, das Ding kostet 329 Millionen in der Sanierung. Wir müssen uns überlegen, ob wir dieses Geld in die Hand nehmen oder eben nicht. Und leider traut sich keiner tatsächlich hier mal das Go zu geben. Sie sprechen es schon an, also wenn man das Kongressgeschäft in der Messe behalten will, muss das Land Geld in die Hand nehmen, auf alle Fälle, denn diese Machbarkeitsstudie sagt ja, dass also eine wirtschaftliche Lösung eben wäre, das zu entkernen und an Investoren, eben an Einzelhandelsinvestoren abzugeben. Da sehen Sie aber keine Zukunft.
Na, das ist die Frage, was man als wirtschaftlich betrachtet. Wenn ich 200 Millionen Euro sozusagen in die Hand nehme als Land, das haben die ja vor im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie, und die jemandem in die Hand gebe, der dann ein Shoppingcenter draus macht, also jetzt für mich als Land ist das äußerst unwirtschaftlich, denn das bringt ja mir keine Umwegrendite in die Stadt. Ich nehme lieber 200 Millionen Euro und dann bitte dann noch plus 100 Millionen Euro in die Hand und schaffe damit wieder ein Kongresszentrum, womit wir wieder führend sind in Europa, vielleicht führend sogar weltweit, Großkongress. Sind das große Geschäft. Alle Städte dieser Welt buhlen darum und die freuen sich jetzt natürlich, dass Berlin so hadert. Sehen Sie denn noch eine Chance, dass jetzt in den nächsten 2 Jahren dort eine Entscheidung getroffen wird? Ja, also die Chance ist da, wenn man es schafft, von Seiten auch der Wirtschaft klarzumachen, wie wichtig so ein Kongresszentrum für die Stadt ist. Und es wäre natürlich auch sinnvoll, wenn auch die Messe Berlin, die ja schon weiß, wo der Hase langläuft im Kongressgeschäft, hier deutlicher Druck macht auf die Entscheider im Senat und sagt, wir wollen ein Kongresszentrum, wir brauchen ein Kongresszentrum, sonst laufen uns andere Städte den Rang ab. Während die Grünen also Investitionen in einen funktionierenden Kongressstandort wünschen, gehen Linke und Piraten in puncto ICC ganz andere Wege. Beide würden keinen Cent für das Gebäude ausgeben. Der Linken schwebt ein Verkauf vor Augen und die Piraten gehen noch weiter. Sie fordern bereits seit geraumer Zeit von dem Senat auch Zahlen für den Abriss des ICC vorzulegen. Für das ICC braucht es etwas, was den politischen Akteuren immer mehr abhanden zu kommen scheint, nämlich Entscheidungsfreudigkeit. Hoffen wir, dass beim ICC sich bald was bewegt und nicht wie befürchtet ein Gutachten das nächste ablösen wird. Denn 4 Millionen kostet das stillgelegte Gebäude im Jahr und das ist ja auch wahrlich kein Pappenstiel.